Beste. Das Beste, das Sie bisher geschaffen haben. Wirklich. Das Beste. Es ist das Beste, sage ich. Und danke, vielen Dank für das Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen, indem Sie mich damit beauftragen. Und schönes Wochenende, Herr. Sie haben sich gute Erholung verdient. Schönes Wochenende und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mensch, hey du. Mensch, komm her. Meinst du mich? Wen denn sonst? Hier ist doch sonst niemand. Wie haben Sie mich genannt? Das war ja seltsam. Mensch, ich habe dich Mensch genannt. Mal sehen, ob du dir das merken kannst. Man muss sich nun mal mit der Nomenklatur vertraut machen. Jawohl, Herr. Ich bin nicht der Herr, nenn mich Engel. Engel? Muss ich mir merken. Eigentlich bin ich ja Erzengel, aber da wir zwei hier nun mal allein sind, lässt du den Titel besser weg. Und was wollen Sie von mir, Herr Engel? Immer mit der Ruhe. Frag mich nicht so aus. Du verstehst wohl nichts von all dem, oder? Ich dachte, dass Sie mich genauer informieren würden. Natürlich, dafür bin ich hier. Ach, gut. Ich habe nämlich keinerlei Ahnung. Wie heißt denn das? Was? Diese langen Ständer mit dem grünen Dutt oben drauf. Also, bitte, man kann doch nicht alles auf einmal lernen. Eins nach dem anderen. Außerdem, was gehen dich der Ständer und der Dutt an? Eigentlich, ich wollte es ja nur so wissen aus Neugier. Na, dann warte mal. Er ist mir halt aufgefallen. Er ist nun mal so... So was? So luftig, so leicht. Aber wovon sprichst du denn überhaupt? Von dem Dutt. Kommst du schon wieder mit diesem verdammten Dutt? Du hast fixe Ideen. Schluss jetzt damit. Ich verbiete dir noch einmal, von dem Dutt zu sprechen. Klar? Klar, Herr Engel. Baum. Dieses Etwas heißt Baum. Hörst du? Baum? Das ist sehr hübsch. Hallo? Baum? Wie geht es Ihnen? Baum. Guten Tag, Baum. Wie schön du bist, Baum. Schluss damit. Jawohl, Herr. Naja, das Oberteil ist uns ja wirklich sehr fein geraten. Was tun wir jetzt? Na, was du willst. Du gehst hin und her. Ich weiß nicht, was dir eben so in den Sinn kommt. Gut. Ich langweile mich. Daran gewöhnst du dich schon. Wenn du etwa denkst, dass du auf die Welt gekommen bist, um dich zu amüsieren. Zu wann? Ich weiß nicht. Mein Sohn, es ist noch zu früh, um das zu wissen. Wir werden schon sehen. Sind Sie auch heute geboren? Ich? Aber wenn ich dir sagen würde, wie viele Jahrhunderte ich alt bin... Da haben Sie sich aber gut gehalten. Ich kann nicht klagen. Ehrlich, ich hätte Sie auf nicht älter als 2-3 Stunden geschätzt. Du bist sehr liebenswürdig. Haben Sie immer hier gelebt? Verfahre. Ich bin gerade versetzt worden. Ich war am Zentralamt für Statistik und Buchhaltung, Abteilung Himmelskörper, Unterabteilung Satelliten. Da muss es aber sehr schön sein. Ich kann dir sagen... Mit vielen Bäumen. Ehrlich gesagt gab es da keinen einzigen. Ich habe die Jahrhunderte mit Nummerieren verbracht. Warum denn das? Also, das weiß ich auch nicht so genau. Wir haben mit Logarithmen die elliptischen Bahnen und die Geschwindigkeiten in Lichtjahren errechnet. Wozu? Nun, um sie aufzuschreiben. Dann haben wir die Daten an die Direktion geschickt und da hat man sie auf Film aufgenommen. Und was hat man dann damit gemacht? Was weiß ich, es war eben so. Hör mal, jetzt ist es genug mit all diesen Wieso's. Kapierst du das? Wenn du willst, dass wir gut miteinander auskommen, hältst du besser deinen Mund und gehorchst. Wenn ich dir erzählte, was mit ein paar Kollegen geschehen ist, die alles wissen wollten und da oben eine Art Streik verursacht haben, du würdest es nicht glauben. Na, da scheint es ja nicht sehr unterhaltsam gewesen zu sein. Es war ein Elend. Wenn du gerade erst hier angekommen bist, dann wirst du von all dem hier wenig Ahnung haben. Wie kannst du es wagen, Unverschämter? Ich weiß alles, was man wissen muss, alles. Oder bildest du dir vielleicht ein, sie hätten mir die Stellung nur wegen meiner Beziehung gegeben? Ich bin perfekt eingearbeitet, beinahe zumindest. Ich langweile mich immer noch. Dann dreh noch ein Ründchen. Ich hab doch schon eine gedreht. Aber ich langweile mich immer noch. Warum kommen Sie nicht mit mir? Ich habe viel zu tun. Na gut, weil du es bist. Wie geht es sich? Es geht sich so. Du bist ein unruhiger Kerl. Wenn du dich nicht änderst, wird die Ewigkeit wohl keine schöne Zeit für dich werden. Was ist das denn?
Wo habe ich nur meinen Kopf? Das hatte ich ja völlig vergessen. Was denn? Ich habe sie in ein Gatter gesperrt, damit sie mich nicht schmutzig machen. Komm, sieh mal. Nein, sowas. Welch seltsame Bäume. Das sind Tiere, Dunkel. Die bewegen sich ja sogar. Das ist ja das Schlimme. Sie laufen hin und her und bringen alles in Unordnung. Sie machen alles kaputt. Satelliten sind da ganz anders. Aber die hier tun, was ihnen passt. Genau wie du übrigens. Da kommt ja ein tolles Leben auf mich zu. Und alle sind sie anders. Guck mal, dieser Lustige da mit den Ohren. Und der Große da hinten mit der langen Nase. Und der da, wie ein Kist. Wie heißen die? Alle heißen anders. Sehr kompliziert. Als hätte ich nichts anderes zu tun, als ihre Namen auswendig zu lernen. Nimm doch das Buch und sieh selbst nach, wenn dir das Spaß macht. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Seid doch ruhig, meine Lieben. Seid doch mal einen Augenblick still. Was für eine Frage. Leihen Sie mir Ihre Brille? Ohne kann ich nicht lesen. Ja, aber mach sie mir ja nicht kaputt. Sie werden ja nicht. Ein tolles Amt habe ich da. Geht doch auseinander, ihr Lieben. Geht doch auseinander. Ruhig, ruhig. Runter, runter, runter. Zwei Tiger. Auseinander, runter. Zwei Hasen, zwei Giraffen, zwei Dinosaurier, zwei. Das sind immer zwei. Engel! Engel! Ja, was ist denn los? Nichts. Ich wollte Sie bloß etwas fragen. Da hast du mich ja schön erschreckt. Wenn du wüsstest, was dieser Haufen Tiere da unten anrichtet. Sieh dir das an. Siehst du? Sie steigen eins aufs andere. Was für ein Blödsinn. Wozu tun sie das? Weiß der Himmel. Sie sind wohl aneinander hängen geblieben. Oder damit der obere größer ist und besser den Horizont sehen kann. Ich habe versucht, den Armen zu helfen, wieder herunterzukommen. Aber du machst dir keinen Begriff, wie wütend sie da geworden sind. Richtig furchteinflößend. Also das verstehe ich nicht. Aus Platzmangel kann es ja nicht sein. Es ist ja genug Platz für alle da. Schau, jetzt sind sie heruntergestiegen. Ach, zum Glück. Was für eine komische Marotte. Na ja, solange ihnen nichts Schlimmes dabei zustößt. Scheint nicht so. Ich würde eher sagen, dass es ihnen tierischen Spaß gemacht hat. Wie mysteriös. Ja. Herr Engel, ich möchte Sie etwas fragen. Sprich, mein Sohn. Aus Neugier. Nichts Besonderes. Dinge, die einem so in den Kopf kommen. Albernheiten halt. Ich habe Ihr Buch angeschaut. Und dann das da im Gatter. Und ich habe gemerkt, dass es alle Tiere doppelt gibt. Hast du das bemerkt? Wirklich? Mhm. Mir ist dieses Detail auch schon aufgefallen. Wozu eigentlich zwei von jeder Art? Mir scheint, eines würde doch wohl ausreichen. Es wird wohl sicherheitshalber sein. Wenn eines mal kaputt geht, bleibt ja immer noch eines übrig. Das scheint mir eine gute Erklärung zu sein. Und mich? Warum hat man mich nur einmal geschaffen? Wenn ich Gesellschaft hätte, würde ich mich vielleicht besser amüsieren. Meine Gesellschaft? Langweilig wohl zu sehr. Nein, Herr Engel. Sie sind sehr anregend und sehr nett. Aber das wäre doch etwas anderes, begreifen Sie doch. Wieso hätte man dich anders schaffen sollen? Was für ein Schwachsinn. Soll das heißen? Genau das, dass es noch so etwas gibt. Nein! Ja, 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 genau, so wie du. Nein, nein, was Sie nicht sagen. Und wo ist es? Also, im Moment ist es mir entfallen. Aber ich komme schon noch drauf, bestimmt. Der Herr hat euch beide gleichzeitig geschaffen, ich habe es gesehen, aus demselben Lehm, zwei Tonklumpen und dem Nu. Plam, plam, er ist ja so geschickt. Naja, danach hat er euch in Plastik gepackt. Aber wo zum Teufel habe ich es nur hingestellt? Erinnern Sie sich doch um alles in der Welt. Quetsch mich nicht so aus, du bist zu nervös. So etwas Wichtiges können Sie doch nicht einfach vergessen. Sie sind unfähig. Das ist ja wohl die Höhe. Was glaubst du denn, wer du bist? Ich denke, mir gehört das alles hier. Na nun, hör mal. Dir gehört ja gar nichts. Geliehen, nur geliehen. Das kommt auf dasselbe heraus. Von wegen. Sie sind nur mein Verwalter. Zollen Sie mir daher ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf? Hat man so etwas schon gesehen? Danke Gott, dass ich ein Engel bin, denn sonst... Pass ja auf, denn auch wenn ich nicht so aussehe, ich bin sehr jähzornig. Bei so vielen Dingen kann man sich doch nicht mit allem auskennen. Lass mich überlegen. Und?
Wie sieht es aus? Wie du, das habe ich dir doch schon gesagt. Genau so. Ihr gleicht euch wie ein Ei dem anderen. Ah, ich hab's. Ich bin ja so gespannt. Hinter diesem Gesträuch hier. Hilf mir, die Äste beiseite zu biegen. Ich kann es kaum erwarten. Pass auf, ist dir alles kaputt. Wie tölpelhaft du bist. Sieh nur. Da, sieh mal, schau mal. Ja, mein Sohn, ich sehe ja schon. Nein, was für ein süßes Ding, mein Gott. Welche Schönheit, welches Wunderwerk. Beruhige dich doch. Und nichts fehlt. Ein klein Öhrlein, Fingerlein. Oh, nur werde nur nicht kitschig um alles in der Welt. Aber hören Sie, das ist ja gar nicht wie ich. Es gibt ja Unterschiede. Das ist ja etwas anderes. Meinst du? Sehen Sie doch genau hin, die Haare zum Beispiel. Es trägt sie lang und ich kurz. Stimmt. Und diese Beulen, die es da vorne hat. Fühlen Sie doch bei mir, da, fühlen Sie? Glatt, völlig glatt. Du hast recht, seltsam. Oh, wie ich das mag. Hey, du gefällst mir riesig. Schöne, allerschönste, freudenspendende, wunderbare, wunderwirkende, genussvolle, genießende... Na Schluss jetzt, ich werde ärgerlich. Das ist doch nur ein Geschöpf. Ein etwas neueres Modell mit etwas modernerem Design, aber weiter nichts. Aus einer viel minderwertigeren Kategorie als die Cherubine und die Erzengel. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht beleidigen. Es gibt schließlich noch Klassen zum Donnerwetter. Das grenzt ja schon an Respektlosigkeit und Missachtung der Ordnung des Herrn. Ich will ja nichts sagen, wirklich nicht. Ich habe ja wohl auch einen sehr schlechten Geschmack. Aber... dieses Schnuckelchen finde ich toll. Ein echt geiles Gerät. Was? Ah! Packen Sie es aus für mich? Und wenn es anfängt, uns auf die Nerven zu gehen? Oder auf dich springen will, so wie die da? Dann soll es das tun. Nur Geduld, damit komme ich schon klar. Ich liebe es schließlich. Nun, machen Sie schon. Seien Sie so nett. Ich liebe es doch. Es bringt mich richtig in Fahrt. Ich liebe es. Ich... liebe es. Schon gut, wenn du unbedingt willst, aber mach mich nicht für die Folgen verantwortlich. Ja. Guten Tag. Ach, vielen Dank, dass ihr mich da rausgeholt habt. Es war so schrecklich schwül da drin. So zu. Du bist der Engel, nicht wahr? Ja. Ach, sehr erfreut, dich kennenzulernen. Und du? Adam, oder? Angenehm. Ich bin deine Frau. Meine was? Oder du, mein Mann. Ganz wie du willst. Die Situation ist natürlich völlig grotesk. So ein Ehepaar auf höheren Befehl und wir kennen uns nicht einmal. Aber... bist du denn nicht so einer wie ich? Aber mein Junge, sehe ich etwa aus wie ein Mann? Aber ganz im Gegenteil. Ich bin ein Weibchen. Eine Frau. Oder eine Dame. Ganz egal. Und ich bin stolz darauf. Und wie heißt du? Wie soll ich schon heißen? Lilly. Lilly? Lilly, ja. Was wundert euch daran? Oh, was für hübsche Blumen. Und wie gut sie duften. Ich liebe den Frühling. Ich bin nämlich eine Romantikerin. Aber... die Bäume blühen zu sehen. Kirschbäume, Kastanien, Mandelbäumchen. Aber woher weißt du, was das für Bäume sind? Nur ganz einfach. Weil die einen Kirschen tragen, die anderen Kastanien und diese dort Mandeln. Das ist doch logisch. Warst du schon einmal hier? Oh, was du redest. Als wüsstest du nicht, dass ich doch gerade erst geschaffen wurde. Genau wie du. Und aus dem gleichen Stück Lehm. Wir sind Zwillinge. Und das ist doch schon etwas anderes als eine Ehe. Nicht, dass Frau engstirnig wäre, aber... nun ja, eine Ehe unter Geschwistern? Kinder desselben Vaters. Wer hat dir denn das alles beigebracht? Mir? Ich habe das da doch noch gar nicht verlassen. Aber unser eine beobachtet ja und denkt nach.
Schließlich bin ich eine Frau. Was hat das damit zu tun? Wir Frauen wissen viele Dinge. Und die anderen erraten wir. Übrigens, Engel, mein Lieber, wo kann ich denn den Herrn treffen? Wozu? Ich möchte mit ihm ein Wörtchen reden. Unmöglich. Er ruht sich aus. Wenn du wüsstest, wie viele Anstrengungen es bedarf, um all diese Wunder zu schaffen, Berge, Meere, Himmel. Niemand darf ihn stören. Dafür bin ich ja hier. Was willst du also? Im Moment das Beschwerdebuch. Worüber hast du dich zu beschweren, du unvernünftiges Ding? Eine lange Liste. Erstens, man hat mich ganz willkürlich verheiratet. So als hätte man gelost oder einfach bestimmt. Hat mich vielleicht jemand gefragt, Lilly, meine Liebe, wie wünschst du dir denn deinen Mann? Groß? Klein? Dick? Dünn? Glatzköpfig? Behaart? Weiß oder schwarz? Und ob mir zum Beispiel ein Rothaariger gefallen hätte? Verzeih, Adam. Das ist nicht persönlich gemeint. Gefalle ich dir denn nicht? Das hat damit nichts zu tun. Macht es dich denn nicht rasend, dass man für dein ganzes Leben über deine Angelegenheiten verfügt und dich nicht einmal fragt? Für mich schon. Ach, ich werde noch verrückt. Wie sollte er sich denn eine andere Frau aussuchen, wenn es gar keine gibt? Oder du einen anderen Mann, wo er doch der Einzige ist. Aber man hat uns doch geschaffen, nicht wahr? Dann hätte man sich doch wenigstens so als nette Geste einmal für unsere Vorlieben interessieren können. Wie kannst du es wagen? Ich vermute, als du geheiratet hast... Ich habe nie geheiratet. Ich bin ein Engel, ich bin mir selbst genug. Verzeih, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich bin sehr stolz, so zu sein, wie ich bin. Nicht, dass du kein anmutiger Engel wärst, aber bist du nicht des ständigen Alleinseins müde? Niemals. Was hältst du denn von dem Geschlechtsleben? Wovon? Ihr wisst nicht einmal, was das ist. Keine Ahnung. Damit du es verstehst, also Geschlecht ist das, was unter dem Reißverschluss steckt. Hast du denn nie Neugier verspürt, ihn dir herunterzuziehen? Aber zieht man das denn rauf und runter? Ja, mein Junge, man zieht es rauf und runter, je nach Bedarf. Siehst du, so. Gott, was ich da gesehen habe. Nichts Besonderes. Aber hör mal, du spinnst ja wohl... Das Normalste auf der Welt. Jetzt tu mir den Gefallen, Adam, und sieh bei dir nach. Ich? Ich trau mich nicht. Oh, es wird dich schon nicht beißen. Los! Oh Gott. Oh Gott, was hab ich denn da? So viel und so hässlich. Er hat sich geirrt. Engel, Gott muss müde vom vielen Arbeiten gewesen sein. Das ist ja, da liegt ein Irrtum vor. Wohl kaum. Wenn du sähst, was da alles an mir herunterbaumelt, welche Schande. Das ist doch ganz natürlich, Adam. Es gibt eben Unterschiede. Auf was für Ideen die kommen. Und? Na, hat man dich vielleicht gefragt, was für ein Geschlecht du wolltest? Mich nicht. Mich auch nicht. Wie du siehst, hat man uns nicht einmal das Allerelementarste gefragt. Es ist empörend. Jetzt reicht's. Das geht mir über die Hutschnur. Jeder muss zusehen, wie er zurechtkommt. Jeder für sich und Gott für uns alle. Ach, das ist ja eine Diktatur hier. Und bei dir? Baumelt dir denn nichts herum? Ich muss an zu viele Dinge denken und kann mich nicht mit solchem Blödsinn abgeben. Würdest du es denn nicht gern mal erfahren? Nein. Ich bin sehr beunruhigt. Bei mir das. Das kann nicht normal sein. Würdest dir vielleicht etwas ausmachen, wenn du mal nachsähst? Ja, unter der Bedingung, dass ihr sofort mit dem verdammten Thema aufhört. Einverstanden? Einverstanden. Genug gesehen? Jawohl. Also, das war's dann. Aber da ist doch gar nichts. Natürlich nicht. Er ist ja auch ein Engel. Ich bin entzückt, dass da nichts ist. Entzückt und glücklich. Außerdem, wenn du meine Meinung hören willst, ich finde es so viel eleganter. Gut, das war's dann, nicht wahr? Das war's dann. Sehr gut. Worüber lachst du jetzt? Über gar nichts. Es hat mich nun mal amüsiert, entschuldige.
Ich habe gerade daran gedacht, dass wir zu dritt sind und in diesem Detail alle drei so ganz verschieden. Ich werde gleich ernsthaft böse. Gibt es denn kein anderes Gesprächsthema? Der Herr hat hohe Berge geschaffen, tausende von Kilometern Urwald, Millionen Arten aller Gattungen, Schnee, Vulkane, und von all diesen Wundern redet man nicht einmal! Anscheinend ist das Einzige, was euch interessiert, ein unbedeutendes Dingelchen, so klein, dass ich da oben in den Amtsstuben, wo sie alles errechnet und geplant haben, nicht ein einziges Mal davon habe reden hören, in all den Jahrhunderten, die ich da gearbeitet habe. Ihr tut mir leid, Ignoranten! Einen klasse Lehrmeister hat man uns da geschickt. Ein echter Experte. Was meinst du damit? Also, auch wenn es nicht so scheint, ich schäme mich fast, es zuzugeben. Eine Frau ist nämlich noch Jungfrau. Und der da scheint auch nicht viel davon zu verstehen. Ich? Wovon? Na, wenn du aber noch nicht einmal davon gehört hast, dann sag mir bitte mal, was für einen Sexualkundeunterricht wir bekommen werden. Eine Katastrophe. Es gibt weit dringlichere Angelegenheiten, um die man sich kümmern muss. Außerdem habe ich hier ein paar Broschüren zur Erklärung. Dies hier ist der Garten Eden, die jüngste Schöpfung des erhabenen Schöpfers und eine seiner gelungensten. Dazu noch in der Rekordzeit von 6 Tagen. Hübsch, 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 hübsch. Was ist denn mit dem los? Ich gefalle ihm wohl. Ja? Du bist auch nicht übel. Was sind denn das schon wieder für Dummheiten? Was für ein dummes Gerede, wenn ihr euch so sehr langweilt. Dann dreh du doch da eine Runde und du da, und zwar ruhig. Ich? Mich langweilen? Aber keineswegs. Ich auch nicht. Na, gerade eben habt ihr mir doch gesagt... Ganz im Gegenteil. Im Gegenteil. Mir geht es bestens. Es ist doch sehr schön hier, nicht wahr? Ganz toll. Gut. Natürlich ist es schön hier, es ist ja schließlich das Paradies. Also, unten, da wo sie herumtrampeln, die Erde. Oben... Der Himmel, von den Gelehrten auch Firmament genannt, mit der seltsamen Besonderheit, dass er je nach Tageszeit die Farbe wechselt. Naja, also beachtet die feine Eleganz der Zweige, der Vegetation und da hinten links den Widerschein eines der bemerkenswertesten und gelungensten Dinge hier, der See. Ich habe plötzlich solchen Hunger bekommen, du nicht? Ich weiß nicht, was das ist. Lust zu essen. Ham, ham. Darf ich eine Frucht pflücken? Ihr könnt über alles verfügen. Aber wieso wollt ihr sie denn kaputt machen? Sie ist doch so schön. Schmeckt köstlich. Möchtest du auch mal beißen, Adam? Und was soll ich dann damit? Hinunterschlucken. So. Probier doch mal. Weiter nichts. Jetzt klappt die Zähne zusammen. Ne? Wie eklig. Das ist ja kalt und sauer. Eine Gänsehaut habe ich davon bekommen. Du bist ja ganz schön zimperlich. Köstlich. Wie heißt denn dieses Wunderwerk? Also, ich habe es auf der Zungenspitze, aber im Augenblick... Moment. Artischocke, Aprikose, Apfel, da haben wir es. Dann liebe ich Äpfel. Möchtest du ein bisschen? Ich brauche doch solche Sachen nicht. Ich esse nicht und trinke nicht. Ich bin ein ganz reiner Geist. Denk daran. Apfel? Woran erinnert mich das Wörtchen bloß? Reichst du mir noch einen? Das hier unten. Das schmeckt gut, siehst du? Ach, wo steht mir nur der Kopf? Jetzt fällt es mir ein. Es steht ja sogar in der Broschüre. Lilly, es tut mir leid, aber du darfst keine Äpfel essen. Warum nicht? Ich weiß es nicht, aber man darf es nicht. Es ist absolut verboten. Es scheint ein verwunschener Baum zu sein, der des Guten und des Bösen. Des Bösen. Aber hat ihn denn nicht der Herr geschaffen, so wie die anderen Dinge auch? Da verwechselst du wohl wieder einmal etwas. Hier, lies selbst.
Die Bewohner dürfen alle Dienste und Einrichtungen in Anspruch nehmen. Essen und trinken, was sie wünschen. Außer Äpfeln. Ich kann es nicht fassen. Da steht es aber. Es wird ein Druckfehler sein. Lilly! Stell dir vor, jetzt gelüstet es mich mehr denn je nach ihnen. Und sieh mal, was ich jetzt mit dem Äpfelchen mache. Um alles in der Welt, du stürzt uns ins Verderben. Obwohl ich es sehr bedauere, werde ich dich bestrafen müssen. Na komm, bestraf mich doch, wenn du dich traust. Lilly, ist doch etwas anderes. Was kann dir das schon ausmachen? Hier, die Mohrrübe ist köstlich. Ich will aber nicht. Ich dulde deine Launen nicht. Tu es mir zu, liebe Lilly. Wenn die da oben davon erfahren, können sie mich strafversetzen. Na, hör mal. Wofür hältst du dich? Damit das klar ist, ich esse die Frucht nicht aus Laune, sondern aus Prinzip. Was war ich denn vor ein paar Stunden? Nichts. Rein gar nichts. Plötzlich kommt es dem Herrn in den Sinn, mich zu erschaffen und zack, da bin ich. Nun gut, ich bin Lilly, die erste Frau auf der Welt. Mit meinem Geschlecht, meinem Mann und all dem anderen. Aber sofort kommen sie mir mit, davon darfst du nicht essen, davon nicht. Hierhin ja, hierhin nicht. Würdet ihr mir bitte einmal sagen, was für eine Art übler Scherz dieses Leben ist? Ich habe ja nichts gegen dich, Adam. Und ich sage auch nicht, dass all dies nicht wunderschön wäre, aber ich bitte mir verdammt nochmal ein bisschen mehr Respekt vor meinem Willen aus. Es wird immer Verbote und Anordnungen geben. Warum denn? Ich will meine eigene Herrin sein und Herrin all dessen, was ich bekommen habe. Ich glaube nicht, dass das zu viel verlangt ist. Weißt du, was du bist, Lilly? Undankbar. Nein, Engel, das bin ich nicht. Ich glaube, ich werde sehr gern leben und diese reine Luft einatmen und den Horizont sehen und die Vögel hören. Jetzt gehe ich zum See, wenn ihr gestattet. Pass auf, da ist viel Wasser drin. Er trinkt nicht. Übrigens, Adam gefällt mir. Ich will ja nicht sagen, dass er schön wäre, aber er ist ganz brauchbar gelungen. Hast du gehört? Hast du gehört? Ich gefalle ihr. Ich gefalle ihr. Was machst du? Oh, Engel, ich hab dich so lieb. Lernst du immer noch? Das ist doch die einzige Möglichkeit. Der arme Engel ist zwar sehr lieb, aber er begreift nichts. Wo ist er denn gerade? Er kämpft mit den Tieren. Er versucht, sie in einer Reihe aufzustellen und will, dass sie nur dahin gehen, wo er will. Ich habe dir ein paar Blumen mitgebracht. Oh, danke. Ich habe dir hier Mohrrüben geholt. Köstlich. Du hast etwas geschrieben? Jetzt verstehe ich, warum Gott so berühmt ist. Wie gut alles ausgetüftelt ist. Ein unglaubliches Puzzle, wo Stück für Stück ineinander passt. Ha, was für ein Typ. Du bist ja ganz schön intellektuell. Wenn wir schon das ganze Leben hier wohnen müssen, möchte ich mich wenigstens bilden. Interessiert dich das denn gar nicht? Das Lesen macht mich so müde. Diese Erfindung von den Frauen und den Männern kann ja ganz herrlich funktionieren, weißt du? Aber sie ist so perfekt und so ausgewogen, dass, wenn einer von beiden den Bogen überspannt, alles ihm nur kaputt gehen kann. Das Wunder der Liebe. Was für ein hübsches Wort. Gute Nacht, Liebe. Möchtest du mit mir baden, Liebe? Hast du Hunger, Liebe? Was bedeutet es? Oh, es ist schwer zu erklären. Sich hingeben, empfangen, geben, respektieren. Verstehst du? Nicht so richtig. Also, der Mann liebt die Frau und die Frau den Mann. Obwohl das nicht so ganz klar ist. Es gibt da Ausnahmen. Und wie macht sich das mit der Liebe bemerkbar? Also, wie es scheint, geben sich die Verliebten die Hände. Sie seufzen. Sie sehen sich in die Augen, im Mondschein und noch andere
kompliziertere Dinge, von denen ich dir noch erzählen werde. Also weißt du, dieses sich im Mondschein in die Augen sehen, hat irgendetwas ganz Verrücktes. Ja, Adam, es hat etwas ganz Verrücktes. Herrlich. Man muss zugeben, dass dem Herrn die Liebe einfach herrlich gelungen ist. Hoffentlich machen wir sie nicht kaputt. Übrigens, was ist mit den anderen Sachen? Ich wusste, dass du früher oder später fragen würdest, du Schlingel. Die müssen ja toll sein. Ja, das müssen sie wohl. Ich spüre im Augenblick so seltsame Rührungen. Ich auch. Auf meine Art. Und hast du herausfinden können, wie all das zusammenpasst? Ich habe mir sogar ein paar Notizen gemacht, damit wir es nicht vergessen. Ja, was man nicht alles aus Büchern lernt. Küss mich, Adam. Küssen. Noch so ein schönes Wort. Der erste Kuss auf der Welt? Ist das nicht herzergreifend? Der zweite. Der dritte. Der vierte. Der fünfte Kuss auf der Welt. Oh, wir sind das glücklichste Paar der Geschichte. Wir ahmen niemanden nach. Wir erfinden alles. Den Kuss, die Liebe. Das Bad, die Bewegungen. Ich bin ja so glücklich. Und wir werden zum ersten Mal kopulieren. Was? Ja, eben das. Ach, natürlich, das. Also wenn du keine Lust hast? Ja, natürlich habe ich Lust, ich glaube schon, aber... leiste mir mal deine Notizen. Und die Brille, damit du besser siehst. Ja, nein. Sowas... Zunächst schockiert es einen ja. Aber bald gewöhnst du dich an die Idee. Und was für eine Idee? Mein Gott. Das wäre mir in 100 Jahren nicht gekommen. Faszinierend. Das ist ja kolossal. Komm. Leg dich hin, Liebe. Dann fange ich an. Wie? Wie soll ich mich denn hinlegen? Zieh den Reißverschluss herunter und halt still. Leg dich auf den Boden. Mal sehen, ob ich auf Anhieb treffe. Und wo legst du dich hin? Na, obendrauf natürlich, obendrauf. Und ich unten? Natürlich. Was soll denn daran natürlich sein? Es gibt schließlich viele Arten. Also jetzt hör mal, ich bin doch der Mann. Was hat denn das damit zu tun? Wieso zum Teufel soll ich dein Gewicht aushalten? Einer von uns beiden muss doch oben liegen. Und warum du? Ja, und warum nicht? Also, nur keinen Streit. Wenn zwei Dinge aufeinander liegen, muss eines davon unten liegen. Aha, na und? Ach, sei gefälligst still und tu, was ich dir sage. Bla, 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 bla. Wie bitte? Drück dich vernünftig aus. Also bei der Liebe, da gibt es keine Generäle und auch keine Soldaten. Wir haben beide denselben Dienstgrad. Wir sind gleich. Also, jetzt zank nicht herum. Du und ich, wir werden niemals gleich sein. Ich bin stärker und größer als du. Als ob es um die Größe ginge. Dafür bin ich gebildeter. Ich bin schwerer. Ich bin zierlicher. Ich bin männlicher. Ich bin weiblicher. Ich werde Fußball spielen, sobald man den Ball erfunden hat. Und ich werde Knöpfe annähen, sobald man den Faden erfunden hat. Ach. Mit dir kann man ja nicht vernünftig diskutieren. Ach, du Trottel, diese Diskussion kann ja noch Jahrhunderte so weitergehen. Ach, Adam. Lass uns mit dem Konkurrenzdenken aufhören. Und glücklich sein. Du hältst dich wohl für sehr gescheit, hm? Vier Wörtchen, ein Lächeln. Und das klappt so, wie du es willst. Aber Adam... Du, da bist du bei mir aber an den Falschen geraten, Kleine. Mich kannst du nicht verarschen. Aber wenn es doch in den Büchern so geschrieben steht. Deine verdammten Bücher stehen mir bis hier. Die sind an allem schuld, was geschieht.
Du hast ein paar Sachen gelesen, die sind dir nicht bekommen. Und schon hältst du dich beinahe für die Königin des Universums. Aber du bist es doch, der... Jetzt reicht's, Lilly. Du wirst schon sehen, was ich mit deinen Büchern mache. Bring sie mir sofort her, alle. Ich bin doch nicht deine Dienstmagd. Sehr schön. Dann werde ich sie mir eben selbst holen. Und pass gut auf! Was ich mit diesem ganzen Mist an Schundliteratur mache? Was hast du vor? Sie zerreißen in ganz kleine Stückchen. Du spinnst wohl! Der Herr hat sie doch geschrieben! Oh, Engel! Engel! Planung für das menschliche Paar. Guck mal, wie egal mir deine Planung ist. Da hast du's, Paar. Um Gottes Willen, nein! Engel! Was ist denn los? Praktischer Führer zu sexueller Gerechtigkeit. So wandert dieser praktische Führer in den Müll. Aber was machst du denn da, du Irre? Frauenrechte. Das Gleichgewicht zwischen Mann und Frau. Aber hast du denn den Verstand verloren? Nun reicht's. Ich bring ihn um. Ich bring ihn um. So, und jetzt die Brille. Wo ist diese verdammte Brille? Nein, 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 nicht die Brille. Yes. Oh Gott. Wie bringe ich die nur wieder in Ordnung, damit alles wieder funktioniert? Oh Gott. Man wird mich degradieren. Man wird mich strafversetzen. Zur Sternenpolizei. Zur Abteilung für Kirchenangelegenheiten, was weiß ich. Na, zufrieden? Was für Dummheiten Männer doch begehen, um ein Mann zu werden. Sei still. Du hast schon genug durcheinander gebracht. Ich? Mit deinem aufrührischen und eingebildeten Gehabe. Wie ungerecht du bist. Ach, wie einfach wäre es doch für dich, zu allem Ja und Amen zu sagen. Ich würde dir das Essen bringen. Du bräuchtest gar nicht aus dem Haus. Ich ließe dir an den Türen den Vortritt. Ich schriebe dir Verse und ich würde dich zum Traualtar bringen. Vielen Dank. Du siehst doch, was dabei herauskommt, wenn du dich durchsetzt. Oh Gott. Na ja. Ich bin, glaube ich, ein bisschen nervös geworden. Du Dummkopf. Warum müsst ihr Männer auch so dumm sein? Du Dickkopf. Warum müsst ihr Frauen immer so dickköpfig sein? Sieh mich nicht so an. Ich muss lächerlich aussehen. Oh nein. Du bist sehr schön, Ehrenwort. Das kann ich gar nicht glauben. Wo wir gerade davon sprechen. Wie hieß doch gleich dieses Wort? Was? Kopulieren. Übrigens, du hast doch wohl nicht auch noch meine Notizen zerrissen. Wie? Hab ich in der Hosentasche aufbewahrt. Für den Fall, dass... Weißt du, wie das hier heißt? Versöhnung. Noch so ein schönes Wort. Versöhnung. Was ist das bloß für ein Durcheinander? Vor ein paar Augenblicken haben sie sich noch wie Katz und Hund bekämpft. Und jetzt? Na ja, umso besser. Man macht sich wenigstens um den Fortschritt verdient. Oh, jetzt geht ihr aber wirklich zu weit! Was macht ihr denn da? Oh Gott, was für ein Volk! Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor. Guten Tag, Frau Huhn. Was machen denn die Eier? Ich komme Sie besuchen, wenn das große Ereignis da ist. Guten Tag, Herr Bock. Wie geht's denn der Frau Schaar? Nun, alles Gute. Auf dass Sie die schönsten Lämmlein des Gartens zur Welt kommen. Ah, was für ein schöner Tag. Ich freue mich, Sie bei so guter Laune zu sehen.
alles bestens, Freund Adam. Sicher wird man oben mit meiner Arbeit zufrieden sein. Wenn alles gut geht, wird man mich sogar in eine höhere Besoldungsklasse befördern. Aha. Herzlichen Glückwunsch. Das ist noch verfrüht. Am Anfang ist man ja noch neu in der Sache und alles kommt einem gewaltig vor. Aber die Maschine ist in Gang gesetzt. Bald wird es hier nur so wimmeln. Die Bäume haben Sprösslinge, die Tiere vermehren sich, die Blumen blühen. Ich bin sicher, wenn der Herr zurückkommt, wird die Bilanz zum allerbesten stehen. Hervorragend. Mhm. Du kommst mir ein bisschen abgeschlafft vor. Aber nein. Und wo steckt Lilly? Da hinten, bei den Pferden. Sie liebt Pferde. Na, habt ihr schon wieder gestritten? Bah. Adam, ich will mich ja nicht in dein Leben mischen, aber ich glaube, du müsstest dich mal etwas anstrengen. Lilly ist eine große Persönlichkeit. Jetzt bin ich der Schuldige, hm? Ein toller Freund bist du. Merkst du denn nicht, dass sie sich immer durchsetzen will? Na, und du? Einer von beiden muss ja befehlen. Warum? Weil in dieser Welt immer jemand befiehlt. Der Herr geht uns da ja mit gutem Beispiel voran. Er befiehlt und alles funktioniert. Aber du bist nicht der Herr. Ich bin sicher, er will, dass es so ist. Wenn du diese Bücher nicht zerrissen hättest, hätten wir seinen Willen erfahren. Was bastelst du da? Eine Flöte. An der Spitze bläst man hinein und aus den Löchern kommen Töne wie Vogelgezwitscher heraus. Da wird sie staunen. Übrigens, da ist eine Frage, die beunruhigt mich. Ich will dir nichts vormachen, aber was die da oben am meisten hier interessiert, seid ihr, die Menschen. Ihr seid ja nun einmal der Augenstern des Herrn. Und nun, die da oben sind alle derartige Streber. Naja, also mit anderen Worten, man sähe es gern zum Wohle aller, wenn ihr bald für eine größere Familie sorgtet. Ich ja auch. Weißt du, der Herr würde durch euch dann gewissermaßen Großvater werden. Dann würde niemand mehr wagen, etwas gegen mich zu sagen. Hm? Bis jetzt? Hm? Nichts? Was? Na also. Ach so. Nein, nichts. Also du und sie, nein? Ich habe euch neulich per Zufall gesehen und ihr schien richtig in der Sache aufzugehen. Mehr als es sich gehört, ehrlich gesagt. Ach, du meinst, ob sie und ich... Mhm. Oh ja, ständig. Also, wieso dann keine... Das musst du sie fragen. Was ist denn los? Macht ihr denn das Bum-Bum keinen Spaß? Der? Mehr noch als das Essen. Genau wie mir. Da gibt es nie die geringste Meinungsverschiedenheit. Es ist sehr unterhaltsam, weißt du? So, so. Mal versuchen, wie das funktioniert. Hast du gehört? Ich habe gerade etwas komponiert. Ich bin Musiker. Engel? Musiker! Na, was ist? Ja. Bravo. Danke, danke. Mal sehen, ob ich sie wenigstens diesmal überzeugen kann, wer hier der Überlegene ist. Was ist denn das? Das wird das Echo gewesen sein. Ah, natürlich. Ich verstehe gar nichts mehr. Gehört? Ich habe komponiert. Ich bin Musikerin, Engel. Musikerin. Ach du großer Gott. Wo kommt denn diese Flöte her? Ich habe sie geschnitzt. An der Spitze bläst du hinein und aus den Löchern kommen Töne heraus. Wie Vogelgezwitscher. Aber du hast ja auch eine. Das ist ja wunderbar. Wie bist du denn darauf gekommen? Ich habe dich doch auf die Idee gebracht. Erinnerst du dich nicht mehr? Lilly? Gib mir deine Flöte. Was willst du denn damit?
In diesem Paradies dulde ich keine Flöte außer meiner. Oh, wir können doch beide zusammenspielen, Dummerchen. Das wird herrlich klingen. Ich bin Solist. Wo hat man denn je eine Frau gesehen, die komponiert? Dass mir das nicht wieder vorkommt. Adam, lass das! Oder du wirst es Zeit deines Lebens bereuen. Ich tue, was ich will. Nein! Oh nein. Damit du ein für alle Mal weißt, wer hier das Sagen hat. Warum hast du das getan? Du Tier, du Besessener. Hast du das gesehen, Engel? Natürlich habe ich das gesehen, Lilly. So etwas Gemeines. Und ich habe mich doch so an meiner Musik erfreut. Warum genießt du es, sie ständig zu demütigen? Ich hatte sie gewarnt. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Provoziere mich nicht. Tu, was ich dir befehle. Du bist nicht mein Chef und ich nicht deine Dienerin, du eingebildeter Kerl. Aufsässiges Weib. Minderwertig, ja? Das machst du, weil du dich minderwertig fühlst. Wenn ihr erst ein paar Kinder in die Welt setzt, wird alles anders. Du wirst sehen. Hättest du denn nicht gerne Kinder? Ja, ich denke ja. Das soll sehr schön sein, vielleicht das Schönste im Leben. Nur mutlos. Mal sehen, ob wir endlich ins Schwarze treffen. So einfach geht das nicht. Ein Kind ist etwas zu Wichtiges, als dass man es ohne Sinn und Verstand bestellen könnte. Zuerst müssen wir uns einig werden. Aber du siehst ja, Engel, dass es mit ihm einfach nicht geht. Weißt du, was sie macht? Sie badet nach dem Liebesakt, damit ja keine Spur an ihr bleibt. Warum tust du das? Du spinnst wohl. Wenn wir es auf die Welt bringen, so darf es nicht deshalb sein, weil wir es nicht hätten vermeiden können, sondern weil wir es beide wünschen. Nun hör dir die an. Auf wen, wenn nicht auf mich, kommt denn hier die unangenehmste Aufgabe zu, hä? Wenn ihr gesehen hättet, was in den Büchern stand. Kommst du schon wieder damit? Wenn eine Frau Junge kriegt, wird sie dick, blöde, unausstehlich und ihr ist ständig übel. Aber es lohnt sich doch. Ach, aber natürlich lohnt es sich. Na also. Aber es geht um meinen Körper und ich bin es, die entscheiden muss, nicht er. Sobald er sich den Reißverschluss wieder hochzieht, streunt er wieder überall herum, während ich 9 Monate lang den Schlamassel am Hals habe. Vielleicht, wenn ihr euch die Arbeit aufteiltet, einmal du den Schlamassel und einmal er. Ich? Du spinnst ja wohl. In Wahrheit würde ich ja für kein Geld der Welt darauf verzichten, auch nur eines meiner Kinder nicht hier drin zu haben. Und dann diese tolle Sache, diese sogenannte Geburt. Ach, erzähl. Also, ich erzähl's dir besser nicht. Es würden dir die Haare zu Berge stehen. Aber wenn das Geschöpf erst da ist, werde ich nicht dulden, dass er damit dasselbe macht wie mit der Flöte. Erinnere sie daran, dass ich ihr Mann bin und mir alles an ihr gehört. Die Flöte, die Kinder und die Familie. Hau ab! Ich bin der Same. Du bist nur das Gefäß. Hörst du? Lilly, das ist doch nur so eine Redensart. Allerdings eine ziemlich idiotische. Welchen Anteil hat er denn an der Sache? Anhauen, umhauen, abhauen, jawohl. Ich werde bestimmen, wann, wie und auf welche Weise. Aber so werdet ihr euch doch nie vermehren. Und wieso soll nur er die Vermehrungsmaschine in Gang setzen dürfen? Weil ich der Mann bin. Und das kann dann eine unendliche Geschichte werden. Weil dem Mann ein halbes Stündchen Vergnügen Spaß macht. Dir vielleicht nicht? Doch, mir auch. Aber dann lässt du mich in der Patsche sitzen. Immer und immer wieder. Mit den Jahren wird der Typ immer stärker und ich immer schwächer. Er wird immer stolzer und ich immer verwelkter. Er streunt herum und ich hocke zu Hause und hüte ihm die Brut. Begreifst du denn nicht, dass wir uns am Ende hassen werden? Sag doch lieber gleich, dass du mich nicht liebst. Adam, ich liebe dich. Sehr sogar. Und ich werde meine Kinder lieben, aber du musst mich auch lieben. Also, wenn es darum geht. Du begreifst nichts. Was willst du tun? Ich? Ehe ich mich derart unverstanden fühle, trenne ich mich lieber. Wie? Wenn du denkst, dass ich vor dir niederknie, dann irrst du dich aber. Aber das wäre ja eine Katastrophe. Das wäre der Untergang. Was wurde denn dann aus der menschlichen Rasse? Ach, mich hat doch auch keiner nach meiner Meinung über die menschliche Rasse gefragt, als man mich hierher gebracht hat. Ich mache dich darauf aufmerksam, dass du keinen Nachfolger finden wirst.
Siehst du denn nicht, dass ich der Einzige bin? Und ich bin auch die einzige Frau. Das werden wir ja sehen. Außerdem glaube ich, dass ich nie einen anderen lieben könnte. Wirst du denn wegen so einer Nichtigkeit für immer allein bleiben wollen? Hast du mich denn auch nicht verstanden? Du hast doch gesehen, was er mit der Flöte gemacht hat. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, sie zu schnitzen. Tolle Heldentat. Ich will nicht ebenso enden. Moment, das erledige ich im Handumdrehen. Los, Adam, komm, komm, gib mir die Flöte. Da, nimm, meine Liebe, für dich. So. Und jetzt bitte sie um Verzeihung und schwör ihr, dass du mit dieser Manie aufhörst, dich immer zum obersten Boss aufzuspielen. Los! Also, Engel, ich mische mich nicht in deine Angelegenheiten, dann lass mich auch die meinigen auf meine Art regeln. Aber so hör doch, du dummes Vieh. Ihr sollt alles brav teilen, das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Du bist ein armer Schwachkopf, der nichts begreift und sich von dem ersten hergelaufenen Wemp bezirzen lässt. Ich dulde deine Beleidigungen nicht. Mich führst du nicht hinter das Licht, Kleine. Du willst ja nur von ihr fortgehen, mit deinen Pferden, statt dich um deinen Mann und deine Familie zu kümmern. Hör auf, Adam. Es ist aus. Ich gehe. Gut, geh. Aber nach Hause. Wir zwei sprechen uns noch. Nein, Adam. Ich werde nie mehr nach Hause zurückgehen. Gut. Wie du willst. Aber was ist denn das für ein Unsinn? Bitte, Adam, sei doch vernünftig. Also, ich weise dich darauf hin, dass du nicht das einzige Weibchen an diesem Ort bist. Es gibt auch Ziegen, Kühe und sogar Giraffen mit weniger Laune und besserem Charakter als du. Hast du den Verstand verloren? Oh mein Gott, der Kerl bringt mich noch ins Grab. Vergiss nie, dass du es so gewollt hast. Du bist es doch, die Dinge nicht so hinnehmen will, wie sie sind. Aber ihr seid doch füreinander gemacht. Weißt du, warum du mich brandmarken willst? Wie ein Stück Vieh, das dir gehört, Adam? Weil hier drin, in meinem Leib, alle Menschen sind. Hier drin liegt die ganze Weltgeschichte. Und im Grunde bist du neidisch. Du bist es, die eifersüchtig ist. Auf mein Geschlecht. Auf dieses hässliche Ding, das an dir herunterbaumelt und das dich selbst entsetzt hat, als du es zum ersten Mal gesehen hast? Diesen Quatsch glaubst du ja wohl selbst nicht. Leb wohl, Adam. Leb wohl, Lilly. Geh so schnell wie möglich. Geh zur Hölle! Ich will dich nie wiedersehen. Was hast du denn da angerichtet? Mach dir keine Sorgen. Die kommt schon zurück. Du Dummkopf. Sie wird nie zurückkommen. Na schön, ich muss jetzt auch fort. Du? Du wirst ja wohl einsehen, dass es aus ist, wenn ihr euch nicht vermehrt. Ein Jammer, so ein schöner Ort. Das Meisterwerk des Herrn. Er hat euch nach seinem Abbild geschaffen und ihr seid nur eine schlechte Karikatur geworden. Hau ab! Haut alle ab! Vögel, Reptilien, Fische, Bäume, Mond! Lasst mich allein! Offenbar war sie das Einzige, das für euch zählt. Du bist ein Dickkopf! Das werden Sie mir bloß sagen, wenn ich da oben ankomme. Ich mag nicht einmal daran denken. Da kommt mir eine Idee. Warum läufst du nicht los und suchst sie? Was denkst du dir bloß? Dass ich die Hosen herunterlassen soll, damit sie mich mein Leben lang herumkommandiert? Niemals. Ich habe eine bessere Idee. Warum bitten wir nicht den Herrn, dass er uns noch eine Frau schafft? Eine mit weniger Marotten. Ach, kein Denken dran. Was würde er wohl dazu sagen? Also wenn er erfährt, dass es hier keine Nachkommenschaft geben wird... Erinnere mich nicht daran. Na, unter uns. Ich glaube nicht, dass es sehr schwierig wäre. Es hat ihn doch gar keine Mühe gekostet. Na, und? Du weißt schon. Du warst doch bei der Schöpfung dabei. Eine andere Frau. Süß, unterwürfig, opferbereit, immer zu Hause, ein Kind nach dem anderen, nicht sehr klug. Und wenn er es merkt? Er wird sich glücklich schätzen, die Erde mit kleinen Männlein und Weiblein bevölkert zu sehen. Und die Belohnung für deine Tätigkeit wird noch größer ausfallen. Nein, nein, ich traue mich nicht. Wir könnten sie
Ave nennen, wie den Gruß. Man sollte Wörter nicht zweimal verwenden, es gibt ein tolles Durcheinander. Meinetwegen von hinten. Ich meine, drehst doch einfach um, einfach rückwärts. Eva. Nein, nein, was für ein Chaos. Hey, Eva, geh in die Küche. Eva, leg dich aufs Bett. Eva, bring mir einen Whisky. Eva, klingt nicht schlecht, hä? Los, Engel, lieber, sei nett, tu mir den Gefallen. Sei doch so lieb und mach mir eine Eva. Was ich da bringe? Erde, Tonerde und ein Gefäß mit Wasser aus dem See, um den Lehm zu kneten. Aber willst du sie denn auch aus Erde machen? Was denn sonst? Der Herr hat Lilly und dich schließlich auch so gemacht. Aber ehrlich gesagt, ist es ihm ja nicht so ganz geglückt. Du hast ja das Resultat gesehen. Wenn du den Herrn kritisierst, werde ich böse und du kannst dir deine Frau alleine erschaffen. Zum Donnerwetter, Lilly sah nicht aus, als missfiele sie dir derart. Du bist doch Tag und Nacht nicht von ihrer Seite gewichen. Und bei ihrem bloßen Anblick bist du in Freudengeschrei ausgebrochen. Über ihr Äußeres beklage ich mich ja gar nicht. Im Gegenteil, das war sehr ansehnlich. Aber wir sollten doch ein anderes Material nehmen, wenn wir das Produkt verbessern wollen. Ton gewinnt man nur aus Erde. Und die hier ist vom Feinsten, von derselben Sorte wie die, aus der du bist. Das ist es ja gerade. Wenn es dieselbe Erde ist, dann wird die zweite mir auch ebenbürtig sein wollen, wie Lilly. Sie wird nicht zulassen, dass ich ihr befehle und anfange, mich voll zu quatschen. Willst du nicht, dass Eva ist wie du? Mehr oder weniger schon. Aber anders. Wie genau? Mit einem schönen Körper. Schönen Beinen. Einem schönen Geschlechtsteil. Und so weiter. Vor allem soll sie sich nicht in meine Angelegenheiten einmischen und nicht nachdenken. Das tue ich schon für uns beide. Sie soll sich hinlegen zum Bumsen, sich um die Kinder kümmern, das Essen kochen und beten. Viel zum Herrn beten, um ihn bei Laune zu halten. Den Rest übernehme ich. Ein beneidenswertes Leben. Auf den ersten Blick scheint es nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Sie wird sich ganz schön langweilen. Ich werde sie schon unterhalten mit meinen Reden. Mach dir da keine Sorgen. Wir werden ja sehen, was dabei herauskommt. Wenn du wenigstens nicht die Bücher zerrissen hättest. Ein paar sind noch da. Hier. Hast du ein Traktat über Chirurgie? Mit ein paar wunderschönen Abbildungen. Nur was können wir damit schon anfangen? Erst in vielen, vielen Jahrhunderten wird es Chirurgen geben. Oder hier. Geburten. Weißt du, das ist das Einzige, was mich beunruhigt. Wenn sie es ist, die die Kinder gebiert, dann wird sie, so unterwürfig sie auch sein mag, eines schönen Tages auch aufmucken wollen, so wie die anderen. Was willst du denn eigentlich? Und später fängt sie mit dem üblichen Gequatsche an. Ich bin die Mutter deiner Kinder. Ohne mich würde die Art aussterben. Ich bin die Erzeugerin der Welt. Stimmt das denn etwa nicht? Ja, eben. Darum musst du es verhindern. Und wie? So wie ich aus dem Herrn entstanden bin, so muss sie aus mir entstehen.
Was bildest du dir ein, du unverschämter Kerl? Bist du fett nicht blasphemisch? Für sie muss ich es sein. Oder wir kommen nie aus dem Gezänk heraus. Lass es dir gesagt sein. Haupt der Familie und Haupt aller Dinge. Herr und Meister. Doch gelogen. Und petz nicht. Und sieh zu, dass sie später nichts merkt. Wie unmoralisch. Willst du, dass sich die Erde bevölkert oder willst du das nicht? Also, dann lass mich nur machen. Aber... Oder bereite dich schon einmal auf deine Versetzung vor. Ganz wie du willst. Komm, ich sag dir, wie ich mir das denke. Du schneidest ein kleines Stückchen aus meinem Körper heraus. Ein kleines. Und es soll nicht wehtun. Das vermischst du dann mit Ton und, naja, du erschaffst sie auf deine Art. Wunderbar. Sie wird stets davon überzeugt sein, dass sie aus mir hervorgegangen ist. Und dann kann sie so viele Kinder gebären, wie sie will. Wer ist der Erste, der Quell aller Dinge? Ich. Also jetzt komme ich dahinter, du bist ja richtig unverschämt. Ja, und du bist für einen Erzengel ganz schön zimperlich. Ich bin vorsichtig geworden. Man kann nicht genug aufpassen. Na schön. Versuchen wir es. Leg dich hin. Was? Ja, wie? Da unten. Jetzt? Leg dich hin. Ja, flach. Also, Moment. So? Ja, so. Mal sehen, was wir abschneiden. Es müsste ein Stückchen sein, das du entbehren kannst, das zu nichts weiter gut ist, das so ganz überflüssigerweise an dir herunterbaumelt. Nein! Was? Wo denkst du hin? Nein! Dann sag du mir, was ich abschneiden soll. Ach, wenn ich einen richtigen Schwanz wie die Tiere hätte, das wäre was Tolles, aber... Lieber etwas, das ich mehrmals habe, damit man es nicht merkt. Ich hab's. Eine Rippe. Davon habe ich eine Menge. Komm, mach. Och nein, die ist zu schwierig herauszuschneiden. In dem Chirurgiebuch steht alles ganz genau. Warte nur, bis ich schlafe. Und wenn ich im Tiefschlaf bin, ruckzuck. Seite 33. Aber wenn du mir wehtust, bringe ich dich um, okay? Okay. Eine Rippe bloß, die kleinste, die übrig ist. Und ohne Schmerzen. Ich werde es versuchen. Man nimmt das Skalpell in die rechte Hand und hebt die Epidermis im Pektoralbereich mit der linken Hand an. Mein Gott, was für eine Arbeit! Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Amsel, Drossel, Pinko und Star und die ganze Vogelschar wünschen dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen. Soll ich's nochmal singen? Eva, wir bringen jetzt schon den ganzen Nachmittag damit zu, dir zuzuhören. Das mag ich nun mal so gern. Oh, bitte. Morgen, Eva. Morgen. Wie du möchtest, Adam. Du weißt am besten, was gut für mich ist. Natürlich. Gib mir einen Kuss. Und viel Liebe dazu. Oh, da sind dir ein paar Blätter draufgefallen. Ich will dich immer schön sauber und ordentlich haben, wie einen vornehmen Herrn. Hast du Durst? Soll ich dir Quellwasser bringen? Oder hättest du lieber ein paar Früchte? Wasser. Sofort. Sie ist uns ja nicht übel geraten, nicht wahr? Nein, sie ist nicht übel. Hübsch, unterwürfig, einfältig, wie du sie wolltest. Du wirst dich nicht beklagen können, denke ich. Sie ist molliger als die andere. Kräftiger. Vor allem vorne. Du hättest vielleicht weniger Ton in die Mischung geben sollen. Ach, gefällt sie dir denn nicht? Doch, natürlich. Je mehr, desto besser. Meinst du nicht? Mein Junge, das musst du ja wohl wissen.
Weißt du, wie man es genießt, wenn einem eine Frau gehorcht? Hey, du Kleine. Und schon geschehen. Das nenne ich häuslichen Frieden. Klar. Der könntest du alle Bücher der Welt in die Hand geben. Sie würde ganz bestimmt nicht eines aufschlagen. Nicht wie die andere, die sich so besserwisserisch aufgespielt hat. Obwohl sich auch die hier hoffentlich noch ändert. Mir tun schon die Ohren weh von dem ewigen Gesinge. Sie singt nun mal gern. Sag, was du willst. Sie ist viel besser. Lilly hat mich ganz nervös gemacht mit ihrem überlegenen Getue und ihrer Rechthaberei. Ohne den geringsten Respekt. Na ja. Ich finde Eva toll. Warum sagst du immer Eva? Du musst das weicher sprechen, Eva. Ich finde Eva doll. Toll. Sie ist vollkommen. Einfach wunderbar. Ich bin entzückt. Merkst du das? Wie sollte ich es nicht merken, wo du es mir doch in die Ohren schreist? Ich sage es so laut, wie ich will. Du bist herrisch. Umso besser. Wo mag sie nur hin sein? Sie ist fort, um dir Wasser zu holen. Ich meine Lilly. Ach so, ich weiß nicht. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Sei unbesorgt. Sie ist sehr klug. Das ist ja ihr schlimmster Fehler. Ich mag keine klugen Frauen. Und noch weniger die, die klug tun. Ich mag Lilly überhaupt nicht. Merkst du das? Das merke ich, ja. Sieh mal, alles, was sie zu mir gesagt hat, und schlimmer noch, was sie gedacht hat und was sie vorhatte, du hast sie ja gehört, zu mir, zu ihrem Mann, das kann man doch nicht dulden. Ich bin froh, dass sie fort ist. Ich bin sehr froh. Natürlich. Und das Beste, das uns passieren kann, dir und mir, ist, wenn wir sie nie mehr wiedersehen. Nie mehr. Klar. Bild dir bloß nicht ein, dass ich mich nach ihr zurücksehne. Obwohl das ja normal wäre. Schließlich war sie meine erste Frau. Du willst ja wohl nicht behaupten, es wäre nicht normal, wenn ich mich nach ihr zurücksehnte. Nein, das will ich nicht behaupten. Na bitte. Und trotzdem sehne ich mich nicht nach ihr. Obwohl sie, auch wenn sie dickköpfig ist, ich halte sie für durchaus fähig, eines schönen Tages wieder hier aufzukreuzen. Meinst du nicht? Was weiß denn ich? Toll. Sie kommt her, hoppla hoppla hopp, das war's dann. Weiter nichts. Würdest du dich nicht freuen, wenn sie einmal zurückkäme? Also? Nur um sie zu sehen. Ist doch nichts dabei, jemanden zu sehen. Nein, wirklich nicht, aber... Lilly mag sein, wie sie will. Das lockt mich ja gar nicht. Aber, mein Freund, eines muss man ihr lassen. Sie hatte so eine Art beim Bumsen. So eine ganz eigene Art. Schluss jetzt! Hör endlich auf damit! Ich werde es nicht dulden. Aber wo denkst du denn hin? Adam! Deine Frau ist Eva. Natürlich. Ich habe sie dir nach Maß gemacht, wie einen Anzug. Selbstverständlich. Worauf willst du denn hinaus? Hör mal, ich mag so gebildet und engelhaft sein, wie du willst, und ich versuche es dir recht zu machen. Aber ich bin nicht dein Komplize bei deinen Ausschweifungen. Niemals. Ich bin doch kein Kuppler. Hast du mich verstanden? Niemals. Halt! Du beleidigst meine Ehefrau Eva. Ich? Die Mutter meiner Kinder. Das Ruhekissen für mein müdes Haupt. Die Königin meines Hauses, mein Allerheiligstes. Bravo! Das werde ich dir nicht durchgehen lassen bei so einer Heiligen, du Schuft. Moment mal, ich... Es gibt keine andere Frau für mich als Eva. Und es wird nie eine geben. Vergiss das nie. Ich werde es nie vergessen, das schwöre ich dir. Ich hoffe, du auch nicht. Sieh mal, Adam, was für ein liebes Lämmchen. Ist es nicht das Allerschnuckeligste, was du je gesehen hast? Das Allerallerschnuckeligste. Was für ein blöder Ausdruck. Ich werde ihn nicht mehr benutzen, wenn du ihn nicht magst. Verzeih. Und mein Wasser? Oh, das habe ich vergessen.
Ich habe das Schaf mit seinen Kleinen gesehen und da ich nun mal ganz verrückt auf Kinder bin. Das ist eine Qual mit dir. Du lässt dich unter irgendeinem Vorwand ablenken und denkst nicht mehr daran, dass dein Mann Durst hat. Ich hole es sofort. Ja, ich gehe schon selbst. Ich verlasse mich nicht mehr auf dich. Denn meine Frau ist ja zu nichts zu gebrauchen. Nicht einmal dazu, mir Wasser zu bringen. Nein, bitte, lass mich gehen. Zu spät. Und ich verbiete dir von nun an, die Zeit zu vertrödeln und deine familiären Pflichten zu vernachlässigen. Weißt du, wohin eine anständige Frau gehört? In die Küche. Aber wir haben doch gar keine Küche. Aber er hat ja recht. Ich bin eine schlechte Ehefrau. Ich bin eine schlechte Hausfrau. Das gibt sich schon. Er ist so gut. Was würde aus mir ohne ihn? Weißt du, wie viele Lämpchen sie gehabt hat? 7. Ich hätte auch gern 7 Kinder auf einmal. Wie das Schaf. Und wenn sie nun nacheinander kämen. Was ist denn eine Frau, wenn sie nicht Mutter ist? Nichts! Na, das würde ich nicht unbedingt sagen. Nur die Mutterschaft verleiht uns Würde und gibt unserem Leben einen Sinn. Ich will ein Baby wie das hier. Süß, nicht wahr? So flauschig, so warm. Und es soll Baby sagen. Da muss ich dann wohl mal den Klapperstorch rufen. Wer ist denn das? Vielleicht sollte ich dir da tatsächlich etwas erklären, damit du nicht aus allen Wolken fällst. Adam ist so grob. Ein Märchen? Ich liebe Märchen. Hör mal, Eva, du bist sehr brav und sehr kindlich, aber das Leben hat so seine Geheimnisse. Fürchterliche Geheimnisse. Wirklich? Wie soll ich es dir nur sagen? Also, die Schmetterlinge zum Beispiel. Der Schmetterlingsmann fliegt zur Schmetterlingsfrau, küsst sie. Und dann werden die Schmetterlingskinder geboren. Genau. Ach gut, du hättest mich beinahe beunruhigt. Ich habe Adam ja auch geküsst. Auf die Hand. Für den Anfang ist das auch nicht schlecht. Reicht das denn nicht? Nein, mein Kind, das reicht nicht. Dass ein Erzengel meines Ranges sich auch noch damit abgeben muss, das ist ja wohl die Höhe. Ich verstehe nicht. Nun, kurz gesagt, ach, halt den Mund. Halt still und lass Adam alles andere besorgen, was es auch sei. Du machst mir Angst. Denk einfach dabei an etwas anderes. Vergiss nicht, dass jede anständige Ehefrau das durchmachen muss. Und wenn es ihr nichts ausmacht, ist sie nicht anständig. Ich zittere vor Furcht. Nur Mut, Eva. Liebe bedeutet nun mal immer auch Leid. Quatscht ihr immer noch? Was seid ihr Weiber doch für Klatschmäuler? Das war meine Schuld. Ich war gerade dabei, ihr zu erklären. Genau. Er hat es mir erklärt. Und ziemlich schlecht übrigens. Dies ist doch eure Hochzeitsnacht, euer Honeymoon. Und da kam mir die Idee. Wieso nimmst du sie nicht mit dir fort auf Hochzeitsreise? Wieso sollte er sich die Mühe machen, ein andermal... Ach, eigentlich keine schlechte Idee. Nicht wahr? Pippi? Oh nein, nein, nein! Was ist denn mit dir los? Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Ach, nun komm, sei nicht dumm. Ich zeig's dir schon. Ich habe ja Erfahrung. Denk an das Lämmlein. Es geht ja nur um ein paar Augenblicke. Mach die Augen zu und schneller als Eier zum Kochen brauchen, ist es schon vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch und viele, viele, viele Kinder. Los, du, nimm sie in die Arme, sei doch nicht so ein Langweiler und führe sie in die Hochzeitssuite. Hast du gehört, Engel? Ich bin ja nicht taub. Was für ein lieblicher Ton. Ist das ein Vogel? Nein, Eva, das ist kein Vogel. Was dann? Wie heißt das? Das heißt Flöte. Aber falls sie sich einbildet, mir die Sache versalzen zu können. Los,
Lilly, was machst du denn hier? Siehst du doch, ich esse einen Apfel. Im gesamten Paradies gibt es nicht so rote und so köstliche wie hier. Willst du mal? Du weißt doch, dass ich keine mag. Entschuldige, das hatte ich vergessen. Wie unvorsichtig du doch bist. Sie können dich doch sehen. Damit habe ich nichts zu schaffen. Übrigens, wie steht denn deine Ehe? Sehr gut. Ich bin sehr glücklich. Und wir werden ein Kind haben. Viele Kinder. Scharen von Kindern. Das freut mich für dich. Danke. Und du, wie geht es dir? Auch sehr gut. Das freut mich. Ja, ich reite Pferde, ich entdecke ihre Eigenarten, ich zähme sie, ich schaue nach den Weideplätzen und tausend Dinge mehr. Langweilt dich das nicht? Was denkst denn du? Seit ich mich von dir getrennt habe, habe ich keine freie Minute. Das Leben auf dieser Welt reißt mich einfach mit. Ich studiere auch. Musik. Das habe ich gemerkt. Ach, das? Ach, das war doch bloß so nebenbei. Eine Geschmacklosigkeit. Du hast ja nicht lange gebraucht, mich zu ersetzen. Was hast du denn gedacht? Dass ich mein Leben lang untröstlich bleiben würde? Die Rasse muss sich vermehren. Ich bin für den Fortschritt, für die Weiterentwicklung. Natürlich. Ciao, Adam. Ciao, Lilly. Gehst du? Ich nicht. Du. Eva kann jeden Moment hier erscheinen. Ich bin eine freie Frau. Ich kann mich aufhalten, wo es mir passt. Wenn sie dich sieht, das wäre entsetzlich. Warum? Ach, verstehe. Sie weiß nicht, dass es mich gibt. Du hast dich nicht einmal getraut, ihr zu sagen, dass sie einen geschiedenen Mann geheiratet hat. Ach, Adam, manchmal tust du mir leid. Hör auf, dich in meine Angelegenheiten einzumischen, oder? Ich sage dir das in aller Freundschaft. Das arme Mädchen rührt mich auch. Ich habe übrigens deine Flöte verbessert, siehst du? Nur sie klingt so viel besser. Spielst du gar nicht mehr? Ich habe mir nicht mal eine neue geschnitzt. Wie zornig du geworden bist. Und mit welcher Wut du meine zerbrochen hast, weißt du noch? Du hast dich ja auch ganz schön daneben genommen. Weißt du, dass du heute früh sehr schön bist? Danke. Natürlich ist Eva auch sehr schön. Natürlich. Wir hatten eine schöne Zeit, du und ich. Eva? Zuweilen. Mit Eva ist es natürlich auch ganz toll. Natürlich. Wir waren ein glückliches Paar. Wir haben den Kuss erfunden. Die Liebe. Die Versöhnung. Was ist denn das? So ein Unsinn, der mir eingefallen ist, um die Zeit totzuschlagen. Obwohl ich das gar nicht nötig habe. Oh, natürlich nicht. Ich ziele mit dem Schläger auf den Stein. Aha. Lässt du mich auch mal versuchen? Und wohin muss man ihn schlagen? Weiß nicht. Wohin du willst. Siehst du das Loch da hinten? Da soll er hinein. Bravo. Du hast getroffen. Seit du fortgegangen bist, langweile ich mich zu Tode. Ich gehe die ganze Zeit nur spazieren. Mit oder ohne Schläger. Mir tun schon die Füße weh vor lauter Spazierengehen. Und deine Frau? Sie mag nur singen. Und die Jungen der Tiere streicheln. Mit ihr schlafen ist, als besorgte man es sich selbst. Noch genug jetzt. Ja, wenn ich noch an die Notizen denke, die du für unseren Gebrauch gemacht hast. Guck mal, ich habe sie noch immer. Ich will sie nicht sehen. Wie mag das nur heißen, was wir gerade empfinden? Es ist das erste Mal. Es ist immer dasselbe. Beim ersten Mal ist es immer so,
Wir müssen einen Namen dafür finden. Sehnsucht. Wehmut. Traurigkeit. Du kannst es dir aussuchen. Vielleicht ist es ja auch Liebe. Oh nein! Das verbiete ich euch! Ihr Schamlosen, ihr Unverschämten! Ihr Ehebrecher! Nein, nicht Ehebrecher. Adam, begehre nicht deines nächsten Weib! Welches nächsten denn? Also bring mich nicht durcheinander. Du weißt genau, was ich meine, und das ist das Schlimme dabei. Aber Engel... Kein Engel und kein gar nichts. Was wird denn das für ein Saustall von Paradies sein, wenn hier jeder mit jedem herumknutscht? Ich bin eine freie Frau, ohne Konventionen, ohne Kompromisse. Und ob es dir passt oder nicht, ich werde stets das tun, wonach mir der Sinn steht. Auf Wiedersehen. Und du? Was für eine Schande. Mit einer Frau in anderen Umständen, die dich zu Hause erwartet, eine gesegnete Frau und eine gesegnete Mutter in einem, genauso wie du sie wolltest. Was kann man denn noch mehr wünschen? Aber diesem Kerl reicht sie nicht, er will auch noch Lilly. Ich liebe sie. Beherrsche dich, das hättest du dir früher überlegen sollen. Habe ich dir eben extra ganz so gemacht, wie du es von mir verlangt hast. So aus der Rippe und so mit allem. Das war ja sowieso ganz schön viel verlangt. Jetzt bist du verpflichtet, sie zu lieben. Auch wenn es wider Willen sein sollte. Ich liebe Eva ja auch. Wie bitte? Eigentlich liebe ich sie beide. Eine, damit sie sich um das Haus kümmert, und die andere, damit sie sich um mich kümmert. Und um wen kümmerst du dich, Kerl? Sag doch lieber, dass du keine liebst. Ich mache dir das Paradies schön und sauber. Wie geleckt. Nicht ein Staubflöckchen, nicht ein Zweig, der nicht an seinem Platz ist. Ich bin sehr tüchtig. Ich mit meinem Gärtlein und meinen Kindern. Ich gehe spazieren. Schon wieder? So bekomme ich Appetit für das Mittagessen. Heute mache ich dir Kopfsalat, Rettich, Pflaumen und Melone. So wie du es magst. Und als Nachtisch eine Überraschung. Sehr gut. Adam, du liebst mich nicht mehr so wie früher. Wie kommst du denn auf so einen Quatsch? Aber du hast mich gar nicht gefragt, woraus die Überraschung besteht. Wenn du es mir sagst, ist es ja auch keine Überraschung mehr. Außerdem weiß ich, was es ist. Bananen. Wie hast du das erraten? Weil du mir jeden Tag Bananen zum Nachtisch vorsetzt. Und mir stehen die Bananen schon bis hier. Die sind aber sehr gesund. Auf Wiedersehen. Warte, ich gehe lieber gleich mit für den Fall, dass du vielleicht wieder... Wenn er weiter so viel spazieren geht, mein Kind, dann wird dein Vater noch Weltmeister im Langstreckenlauf werden. Steh mir bei. Das ist ja ein Apfel vom verbotenen Baum. Und er ist angebissen. Adam, was hast du nur getan? Es stammt ja gar nicht von Adam. Er hat einen viel größeren Mund. Oh, verzeih mir, mein Geliebter, dass ich an dir gezweifelt habe. Wie schlecht ich doch bin. Aber wenn es nicht Adam war und der Engel ja ein ganz reiner Geist ist, der nichts isst und nichts trinkt. Ach, was denke ich denn? Was fällt mir ein? Befreie mich, Herr, von den bösen Gedanken und den falschen Zeugnissen. Aber das sind die Lippenstiftspuren. In diesem Garten gibt es noch eine Frau. Oh, oh, der bringt mich ins Grab. Oh. Was ist denn los? Komm mir nicht zu nah. Bleib mir vom Leib. Aber Eva. Hier, der Apfel. Das ist Lippenstift. Ich bin eine betrogene Ehefrau. Engel. Ich bin die erste betrogene Ehefrau der Menschheit. Kreisch nicht so, um alles in der Welt.
Ich fühle mich elend, sehr elend. Wenn da nicht dieses kleine Geschöpf wäre, das ich im Leib trage und das keinerlei Schuld hat, ich würde mich sofort vor einen Zug werfen. Aber vor was für einen Zug denn? Hör mal zu, wenn du nicht still bist, knall ich dir eine. Du wärst fähig, mich zu schlagen? Dazu wäre er fähig. Halt besser den Mund, glaub mir. Also, wenn er mich schlägt, gehe ich. Was? Sogar dieses dumme Schaf will fortgehen? Das ist wohl eine Epidemie. Und wohin würdest du gehen, du Unglücksmensch? Wohin jede anständige Frau geht. Zu meiner Mutter. Ach, so weit kommt's noch. Erstens hast du keine Mutter. Und zweitens, wenn du eine hättest, wäre ich dein Vater und deine Mutter. Denn du, und das weiß ja auch der Engel nur zu gut, du bist Fleisch von meinem Fleisch. Also, dir bleibt nichts anderes übrig, als bei mir zu bleiben. Dich damit abzufinden und dich zufrieden zu geben. Findest du das etwa gerecht? Nein. Er findet es sogar äußerst gerecht. Und alle Richter der Welt werden es ebenso empfinden. Weil sie alle Männer sein werden, darum. Weil es Naturrecht ist und damit basta. Übertreib aber nicht. Eva. Ein Mann ist ein Mann. Und eine Frau ist eine Frau. Die Männer haben Männerangelegenheiten und die Frauen Frauenangelegenheiten. Ich denke, da wirst du mir zustimmen. Und der Apfel? Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Die einfachste auf der Welt. Los, erzähl du es, ihr Engel. Dann wird sie beruhigt sein. Das kannst du sicherlich viel, viel besser. Du schmeichelst mir. Ich bin begierig, dich zu hören. Ich bin niemandem Erklärung schuldig, klar? Und wenn du dich um deine Familie kümmern würdest, um die Küche und um deine Gebete, so wie es deine Pflicht ist, hättest du dir wegen dieses Blödsinns nie Sorgen gemacht. Das ist das allerletzte Mal, dass du ohne meine Erlaubnis aus dem Haus gehst. Mein Gott, ich bin ja so unglücklich. Mich so mit deinen unbegründeten Verdächtigungen zu beleidigen. Mich, dem du alles verdankst. Mich, der ich dich zur Mutter gemacht habe. Der ich gegen die Ehescheidung bin. Gegen die Abtreibung. Gegen vorehelichen Verkehr und gegen alle diese Freiheiten, mit denen sie das heilige Band der Familie zerstören wollen. Eine Familie, die gemeinsam betet, bleibt auch zusammen. Das ist ja alles schön und gut. Aber wer ist diese Frau, die die Äpfel isst? Und was hat sie mit dir zu tun? Merkst du? Mit ihr kann man vernünftig reden. Du hast ja recht, mein lieber Freund. Man muss sich vertragen. Begeben wir uns ans Essen mit christlicher Freude im glücklichen Heim. O trautes Heim. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar wünschen sich ein frohes Jahr. Lauter Heil und Segen. Alle Vögel sind schon da. So fühlt man sich doch gleich viel besser. Oh ja, allerdings. Oh nein, keineswegs. Ihr steckt unter einer Decke. Aber ich werde alles aufdecken. Schufte! Eva! Eva! Oh mein Gott! Hallo, Eva. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Was wollen Sie hier? Nun spiel hier mal bloß nicht die gnädige Frau. Ich war lange vor dir hier. Ich bin, wie soll ich sagen, deine Vorgängerin. Das ist gelogen. Das hätte Adam mir doch gesagt. Nun hör mal, Kleines. Bist du von Geburt aus so blöde oder tust du nur so, weil es dir in den Kram passt? Seit wann erzählen denn die Männer ihrer Frau ihre Lebensgeschichte? Ich sollte eigentlich gar nicht mit ihnen reden. Hm, natürlich. Du solltest mich meiden wie die Pest. Gefahrenzone, Lebensgefahr.
Und passiert ihnen denn nichts, wo sie doch Äpfel essen? Das siehst du doch. Ich bin allein. Wenn jemand sich ihnen nicht bedingungslos ausliefert, stößt man ihn aus. Isoliert man ihn. Dich dagegen, dich mögen sie sehr, oder? Oh ja, sehr. Solange du tust, was sie von dir erwarten. Aber walte dir Gott, wenn du ihren Befehlen nicht gehorchst. Warum sollte ich ihnen nicht gehorchen, wo sie doch nur mein Bestes wollen? Woher weißt du das denn? Adam hat es mir gesagt. Und Eva? Na, was sagt denn Eva zu ihrem Besten? Was soll ich schon sagen? In einer harmonischen Ehe reicht es doch, wenn einer redet. Er, natürlich. Natürlich. Ich werde ein kleines Menschlein bekommen. Es ist hier, wissen Sie? Spürst du, wie es sich bewegt? Es strampelt. Darf ich es mal berühren? Stell dich nicht so an. Ich werde ihm schon nicht wehtun. Da. Wie süß. Das ist es, was mich am meisten empört. Dass sie aus diesem Kind eine Falle machen. Um dich ständig gefügiger zu machen. Sie lügen. Es wird mir gehören, mir allein. Es wird Adam gehören. Es wird seinen Namen tragen. Sie werden es für ihn arbeiten lassen. Sie werden es in den Krieg schicken. Und du? Du wirst zu nichts anderem gut gewesen sein, als es auszutragen und zu stillen. Nein. Hast du es sehr genossen, es zu empfangen? Ich? Das ist doch Männersache. Sagt dir Adam auch, wann du kommen darfst und wann nicht? Wie heißen sie eigentlich? Was tut denn mein Name schon zur Sache? Ich empfinde für dich eine große Sympathie, Eva. Wir müssen Freundinnen werden. Ich will nicht. Mach ich dir Angst? Da, nimm. Ich schenk dir das Buch. Und die Flöte. Danke. Ich habe keine Zeit. Willst du mal reiten? Adam mag es nicht, wenn ich herumstreune. Außerdem könnte ich herunterfallen. Ich heiße Lilly. Die Verruchte, die Unmoralische, die gefährliche Lilly. Ich glaube eigentlich nicht, dass sie so böse sind. Da kommst du schon noch hin, das zu glauben. In ein paar Jahren oder ein paar Jahrhunderten, wenn eine Frau aufbegehrt, wird Lilly auch zur Stelle sein. Sie sagen sehr seltsame Dinge. Da, riech mal. Du brauchst ihn ja nur vor die Nase zu halten. Niemand hat dir verboten, an Äpfeln zu riechen. Das riecht gut. Mhm. Nach Freiheit, nach Wahrheit, nach eigenem Willen. Es riecht nach Nein. Eines der schönsten Worte, die je erfunden wurden. Mich hat man gelehrt, Ja zu sagen. Ja. 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 Immer ja. Oh, ich habe es satt. Und weißt du, was am ungerechtesten ist? Wenn du es am Ende schaffst, es wie ein Papagei herunterzuleiern, dann bist du verblödet und er wird sich eine ganz andere suchen. Eine andere, so wie sie. Kann sein. Fast alle Ehen bleiben nur dank des Opfers zweier unglücklicher Frauen bestehen. Aber das ist ja schrecklich. Für die eine die Kindergeburtstage, die Weihnachtsfeste, die Wochenenden. Für die andere die irren Nächte, die Abende zwischen 7 und 10, die Geschäftsreisen. Und für ihn alles. Sind Sie die Geliebte meines Mannes? So etwas fragt man nicht. Außerdem kann ich dich ja anlügen. Ich weiß, dass Sie mich nicht anlügen werden. Früher war ich seine Frau. Wir haben uns getrennt, bevor du aufgetaucht bist. Und sie haben zusammen geschlafen und alles? Natürlich. Natürlich. Sei doch froh, dass du nicht die Erste gewesen bist. Weißt du denn nicht, dass die Frau Jungfrau zu sein hat, um ihre Würde nicht zu verlieren? Und dass der Mann, um ein richtiger Mann zu sein, Erfahrung haben und die Lage von Anfang an im Griff haben muss? Mein Fall war eine Ausnahme. Es Mangel an Gelegenheit, nur deshalb. Und hat er sie später immer noch getroffen?
Ja, nur so. Das hat nichts zu bedeuten. Und schlafen Sie noch immer miteinander? Viel weniger, als er will. Natürlich. Natürlich. Nur wenn... Wie soll ich es sagen? Wenn wir uns einig darüber sind. Gib mir einen Apfel. Wozu? Ich werde ihn jetzt sogleich aufessen. Ich werde den ganzen Baum leer essen. Ich will auch frei sein und diesem unverschämten Kerl eine Lektion erteilen. Nein, Eva. Nicht bloß aus Trotz. Gib ihn mir. Du wirst nicht durch Äpfelessen freier werden, Dummchen. Eher im Gegenteil. Wenn du es schaffst, frei zu werden, dann wirst du eh anfangen, Äpfel zu essen. Was kann ich denn tun? Das kann niemand außer dir entscheiden. Wenn ich Mut hätte, würde ich mich auch von ihm trennen. Aber der Typ lässt sich einfach eine neue Frau schaffen und es wird ihm gar nichts ausmachen. Du liebst ihn sehr, nicht wahr? Oh, dieses Ungeheuer! Die Liebe ist immer das Verhängnis für uns Frauen. Du wirst schon sehen, was ich ihm von nun an für ein Leben bereite. Der kann noch etwas erleben, das sage ich dir. Das bezweifle ich nicht. Und was dich angeht mit deinem Beschützerinnengetue, du bist ja genauso eine Heuchlerin wie er. Schlimmer noch als er. Eine Buhlerin, eine Hergelaufene, die ohne die geringsten Skrupel mit den Ehemännern anderer Frauen schläft. Frustrierte Ziege! Weiter nicht? Hässlich bist du und dumm! Fühlst du dich jetzt besser, nachdem du mich beschimpft hast? Viel besser. Danke. Dann können wir ja jetzt ruhig Freundinnen sein. Ich? Deine Freundin? Wo denkst du hin? Ich bin eine anständige Frau. Glaubst du, dass das Anstand ist? Wie ich dich hasse. Meine arme Eva. Ich bin unglücklich, Lilly. Sehr unglücklich. Was ist das denn? Adam, darf ich dir Lilly vorstellen, meine beste Freundin? Ehrlich gesagt, die einzige, die ich habe. Ach, wo habe ich nur meine Gedanken? Ihr kennt euch ja schon von früher. Ihr kennt sich doch alle. Du erinnerst dich doch an meinen Mann, Lilly, nicht wahr? Also, Adam, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe, sie zu treffen. Ich habe sie eingeladen, mit uns zu Abend zu essen. Findest du nicht auch, dass das eine gute Idee ist? Lilly hat gewiss andere Pläne. Andere Verabredungen. Ich bin sicher, nichts wird sie lieber tun, als in einem glücklichen Heim wie dem unseren gemeinsam mit uns zu Abend zu essen. Wir sind doch sehr glücklich, Adam. Nicht wahr? Natürlich. Aber... Ich will nicht aufdringlich sein. Ein andermal. Ich habe dir Erdbeeren, Kopfsalat und Mohrrüben gemacht. Und als Nachtisch eine Überraschung. Lilly wird begeistert sein. Aber nein. Aber ja. Würdest du bitte aufhören, dich blöd zu stellen? Lilly, was sind denn das für Töne? Sie ist dahinter gekommen. Es ist aus. Für uns alle drei. Willst du damit sagen, dass... Ich habe ihr selbst alles erzählt. Von A bis Z. Was für eine Unverschämtheit. Jetzt, wo die Dinge klar sind und falls die Einladung nun noch aufrechterhalten wird, Eva, werde ich sehr gern zum Abendessen bleiben. Ich liebe Erdbeeren. Ich bereite sie zu wie sonst niemand. Du wirst sehen, wie sie dir schmecken. Und wenn wir hier zu Abend essen? Es ist so nett hier. Wir könnten ein kleines Picknick arrangieren. Oh ja, ich helfe dir. Nicht nötig. Ich hole schon alles her. Eva,
Ich will dir erklären... Bitte, Adam, wir haben Gäste. Wir reden später. Und biete ihr doch ein Glas an. Wir haben köstliche, zerstampfte Trauben. Bist du denn verrückt geworden? Ich habe nichts zu verbergen. Du hast die Arme doch gesehen. Ich habe doch nicht übertrieben. Einfältig, langweilig, spießig. Genau wie du sie wolltest. Nicht mehr und nicht weniger. Ich kann sie doch im Moment nicht sitzen lassen. Sie ist schwanger. Ihr geht es schlecht. Mein Leben an ihrer Seite ist die Hölle. Wenn du noch ein Wort weitersprichst, schlage ich dir das Glas ins Gesicht. Sehen wir uns nachher? Zu Tisch! Alle zu Tisch! Sehr gut. Amen. Wie appetitlich das alles aussieht. Ach, die Familie. Nichts Aufbauenderes als eine patriarchalische Musterfamilie. Mein Glückwunsch. Wie bitte? Was hat denn das zu bedeuten? Zivilisation, Engel. Wir haben soeben ganz unvermittelt die Zivilisation erfunden. Die wunderbare Zivilisation. Auf dein Wohl. Schluss jetzt! Ich kann euch nicht mehr ertragen. Ich telefoniere sofort mit dem Herrn, dass er persönlich kommt und alles regeln, mal sehen, ob er hier ein bisschen Ordnung hineinbringt. Ich kann nicht mehr. Ich habe es satt. Bemühe dich nicht, Engel. Du brauchst nicht zu petzen. Ich gehe schon. Wie? Aber diesmal verlasse ich das Paradies. Ich will niemanden jemals wiedersehen. Und wohin gehst du? Ich werde auf mein Fohlen steigen und wir werden über Berg und Tal reiten. Wir werden in den Fluten des Meeres baden oder uns am Firmament verlieren. Das ist verboten. Das ist gegen alle Gesetze. Du weißt doch, Engel, die Gesetze können mich mal. Wenn du dieses Gebiet hier verlässt, wirst du sterben. Dann werden wir bis zum dunklen Abgrund des Todes galoppieren. Leb wohl, Engel. Es war schön, dich kennenzulernen. Du bringst mich ganz schön in die Klemme. Mach dir doch nichts vor. Du steckst schon in der Klemme. Leb wohl, Eva. Und vergiss nie, was sie dir auch einreden. Du bist ein menschliches Wesen. Leb wohl, Adam. Bitte geh nicht fort. Pass gut auf sie auf. Und vor allem respektiere sie. Oder eines Tages wird sie deine Sklaverei nicht mehr länger ertragen können. Und auch wenn du sie zwingst, bei dir zu bleiben, in Wahrheit wird sie ebenso weit fort von dir sein wie ich. Du weinst ja. Natürlich weine ich. Was bildest du dir denn ein, dass ich aus Stein bin? Ich weine aus Enttäuschung, aus Trauer, Wut. Und vor allem weine ich aus Ekel. Nun, ich verlasse ebenfalls das Paradies. Von hier geht niemand fort. Das dulde ich nicht. Aber Engel... Erzengel, wenn ich bitten darf. Und von nun an wird sich strengstens an die Gesetze gehalten. Ohne Wenn und Aber. Offenbar kann man euch nur mit harter Hand zügeln. Ich werde sehr hart sein. Sehr gut. Welche Strafe erwartet einen, wenn man Äpfel vom verbotenen Baum isst? Die Verbannung. Eva, bring mir sofort einen Apfel, den dicksten. Was willst du tun? Ihn aufessen. Um ihr nachzulaufen? Willst du mich vielleicht sitzen lassen? Allein? Schutzlos? Schwanger? Wo denkst du hin? So leicht kommst du mir nicht davon. Ich beiße auch hinein! Die sind ja nicht ganz bei Trost. Das darf doch nicht wahr sein. Ich träume wohl. Wie sauer. Ich mag keine Äpfel. Oh, er setzt die Ewigkeit aufs Spiel, indem er sie isst und dann mag er sie nicht einmal. Das ist ja wohl der Gipfel. Wir stehen zu deiner Verfügung. Und nun, tu deine Pflicht, Erzengel. Aber... Hinaus!
Du hast wohl nicht zufällig eine Tüte oder eine Tasche übrig? Nein, tut mir leid, ist schon alles weg. Ich will ein paar Pfirsiche mitnehmen, ein paar Tomaten und ein paar Bananen. Sie sind so köstlich. Tja, ja. Solche wie die aus dieser Gegend wirst du nie mehr finden, lass es dir gesagt sein. Das hier ist das Paradies. Ich bin entsetzt, Engel. Es ist kalt, zum ersten Mal. Ein Sturm zieht auf. Was erwartet uns und unsere Kinder? Was ist da draußen? Ich weiß es nicht. Ich bin nie durch den Palisadenzaun gegangen, der den Garten umgibt. Auf den ersten Blick wirkt alles da sehr groß. Es wird natürlich nicht sein wie hier. Hier hat sich der Herr verausgabt. Aber möglicherweise ist es so schlimm nun auch wieder nicht. Ruht er sich immer noch aus? Er ist an irgendeinen Strand geflogen, um da ein paar Tage zu verbringen und niemand wagt es, ihn zu stören. Er ist schließlich der Boss. Ich bin sicher, wenn der Herr davon wüsste, würde er gewisse Dinge nicht zulassen. Er muss an so unendlich viele Dinge denken. Er ist der Schöpfer und der Antrieb aller Dinge. Überleg doch mal, was das bedeutet. Lilly hat gesagt, unsere Söhne würden eines Tages Krieg führen. Sie würden sich gegenseitig umbringen. Das wird er nicht zulassen, sei unbesorgt. Glaubst du, dass er dann seine Ferien beendet haben wird? Womöglich merkt er es nicht einmal. Er ist so weit da oben. Eva, ich habe euch geholfen. So viel ich konnte, viel mehr als ich durfte. Aber ich bin auch nur ein Beamter. Und ich danke dir sehr. Wenn Adam nicht so ein Dickkopf gewesen wäre. Er hat alles kaputt gemacht von Anfang an. Er ist ein Dummkopf und so launisch. Man muss sich vor ihm in Acht nehmen. Wohin schicken sie dich? Zurzeit arbeiten sie mich wieder in meine alte Stelle ein. Wenn wir eine Sternschnuppe sehen, werden wir an dich denken. Und daran, dass du Millimeter für Millimeter ihre Laufbahn berechnet haben musst. Lilly hat recht. Du musstest unabhängiger werden. Aber sag mal, warum hast du das getan? Warum hast du in den Apfel gebissen? Du hättest Adam allein essen lassen sollen. Und was würde aus mir? Ohne Mann? Ich brauche ihn doch. Schließlich bin ich nichts als eine seiner Rippen, die es halbwegs zu was gebracht hat. Eva. Ja? Wenn du mir dein Wort gibst, es niemandem zu erzählen, verrate ich dir ein Geheimnis. Aber es muss unter uns bleiben. Ehrenwort. Ich habe Adam gar keine Rippe herausgenommen. Wie? Ich habe es versucht, das versichere ich dir. Aber ich habe es nicht geschafft. Dieses Chirurgiebuch ist so ein Kauderwelsch, dass niemand es versteht. Ich bin nur ein Erzengel, nicht Dr. Barnard. Ich glaube dir nicht. Wenn man eines Tages die Röntgenstrahlen erfindet, wirst du es merken. Dann soll man ihn röntgen und du zählst seine Rippen. Dann wirst du sehen, dass er auf beiden Seiten die gleiche Zahl hat. Wenn ich ihm eine herausgenommen hätte, würde ja eine fehlen. Das heißt? Du bist aus demselben Lehm gemacht. Aus nichts weiter als Lehm. Wie Lilly. Wie alle Menschen, was auch immer ihr Geschlecht oder einmal ihre Hautfarbe sein mag. Warum sagst du ihm das nicht? Ich traue mich nicht. Der würde toben. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Ich muss all die Arbeit tun, während du herumstreunst. Das stimmt nicht. Ich bügle, ich wasche, ich kehre. Und obendrein bin ich schwanger. Das nennst du Arbeit? Jawohl, das nenne ich Arbeit. Ohne Lohn, aber Arbeit. Erhebe nicht die Stimme gegen mich, oder ich knall dir eine rechthaberische Gans. Eva, teil diesem Individuum von unangenehmem Äußeren, das neben dir steht, mit, dass, wenn er es wagt, dir ein Härchen zu krümmen, ich meine Erzengelwürde vergesse und ihm derart eine scheure, dass er seine Zähne einzeln am Seeufer auflesen kann. Eva, teile diesem allerreinsten Schmalspurgeist mit, dass er abhauen und sich nicht in meine Angelegenheiten einmischen soll? Dass du meine Frau bist? Dass ich mit dir mache, was mir passt? Und dass es uns allen besser ergangen wäre, wenn er uns in Frieden gelassen hätte? Das ist ja wohl die Höhe! Was sagst du?
Er sagt, dass das die Höhe ist. Meine Schuld besteht darin, auf dich gehört zu haben, Undankbarer. Sogar was die Frau nach Maß betrifft. Dabei hast du dich ja ganz schön blamiert. Wenn ich kein Engel wäre, bekäme ich Lust, dich zu erwürgen. Mach doch. Hier, dies ist eine Aufstellung all dessen, was wir mitnehmen. Gib es ihm. Und er soll mir ein Duplikat unterschreiben, damit er später nicht mit Reklamationen kommt. Umso besser. Wenigstens stimmen dann die Zahlen. Jetzt fehlt dir nur noch das Journal. Wie bitte? Ich vermute, du wirst genauestens Rechenschaft ablegen müssen über alles, was hier während deiner Amtszeit vorgekommen ist. Also darauf bin ich ja gar nicht gekommen. Ja. Hier ist das Protokollbuch mit der Schrift des Herrn. Oh mein Gott. Mach dir keine Sorgen. Ich helfe dir schon, dass dir alles einfällt. Ich brauche dich nicht. Los, Eva. Geh und pack die Bündel zu Ende. Hau ab! Ich habe aber keine Lust dazu. Ich will wissen, was er in das Buch schreibt. Denn später lesen es die Leute und sie merken sich alles. Was schreiben wir schon auf? Hm? Die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Und von Lilly? Was sagt ihr von Lilly? Moment, meine Brille. Hier ist sie gar nicht angeführt. Der Herr hat nur aufgeschrieben, dass er euch als Mann und Frau geschaffen hat. Wir sind doch Mann und Frau, nicht wahr? Adam und Eva. Wozu sich das Leben schwer machen mit solchen Kleinigkeiten? Kein Wort von ihr. Geh direkt zu der Sache mit der Rippe über. Aber... Wir müssen doch die Wahrheit schreiben, nicht wahr? Natürlich. Die Wahrheit über alles. Ist es nicht so, Engel? Also ihr zwei bringt mich ganz durcheinander. Und dass es ganz klar da steht, dass es Eva war, die mich dazu gebracht hat, den Apfel zu essen. Das stimmt nicht. Das hast du getan, um dieser Frau nachzulaufen, die dich um den Verstand gebracht hat. Aber du hast ihn mir gegeben. Weil du mich darum gebeten hast. Du hättest dich erweigern können. Wenn du zu allem Ja sagst, was man von dir verlangt, dann bringst du es nie zu etwas. Wie ungerecht du bist. Ach, und jetzt stör uns nicht länger. Wir haben es eilig. Oh ja, es ist zu spät. Schreibt doch, was ihr wollt! Eva, du hast es wegen Lilly getan. Aber vergiss nicht, dass Lilly zuvor Eva mit ihren revolutionären Ideen in Versuchung geführt hat. Waren wir nicht so verblieben? Ach komm, bring mich nicht aus dem Konzept. Lilly hat damals die Versuchung, das Böse, verkörpert. Genauso gut wie sie hätte auch, nehmen wir mal an, eine um den Baum gewundene Schlange sprechen können. Wie soll denn eine Schlange sprechen, du spinnst ja. Ach, du musst es einem immer unnötig schwer machen. Diesen Unsinn wird doch niemand glauben. Ich weigere mich, das zu schreiben. Dann tue ich es eben auf meine Art, gib her. Gib mir sofort das Journal zurück. Was soll ich denn denen da oben sagen, ohne das Buch? Dass du es verloren hast. Oder dass man es dir gestohlen hat. Oder dass ich es mitgenommen habe. Als Souvenir für meine Nachkommenschaft. So machst du auf sie einen guten Eindruck und ersparst dir Probleme. Du bist unverschämt. Ich bin schon fertig. Hast du auch nichts vergessen? Eva, sei mir nicht böse. Engel, ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Ach, es tut mir so leid, dass ich nicht mehr sehen kann, wie dein Kind geboren wird. Es wird sicher ein allerliebstes Kleines. Danke. Hättest du lieber einen Jungen oder ein Mädchen? Es wird ein Junge. Das fehlt dir auch. Und wie werdet ihr ihn nennen? Ich finde Abel schön. Das klingt so sanft. Kain. Mein Erstgeborener wird Kain heißen. Das ist ein viel männlicherer Name. Hörst du? Ich höre nichts. Da gibt es nichts zu hören. Und du? Ich bin nicht taub. Tut mir leid. Du kannst jetzt gehen. Wenn du willst. Viel Glück, Engel. Dummer Klotz.
eingebildeter Kerl, Schwachkopf. Na, gibst du mir nicht einmal einen Abschiedskuss? Mein Erzengel. Du bist der dickköpfigste und egoistischste Kerl, den ich kenne. Ich werde dich vermissen, altes Haus. Und ich dich, du missratenes und tyrannisches Balk. Sollen wir die Tür zuziehen beim Hinausgehen? Wozu denn? Im Laufe der Zeit wird der Palisadenzaun zusammenfallen. Und niemand, so viel er auch sucht, wird je wissen, an welchem Ort es einst ein Paradies gegeben hat. Hey, hilf ihr, den Karren zu schieben! Mann, siehst du nicht, dass ich fast nicht mehr kann? Adam, ich habe Angst. Sei doch nicht dumm. Wir schaffen das schon. Bist du noch immer in die andere verliebt? Kommst du schon wieder damit? Kannst du mich nicht einen Augenblick in Ruhe lassen? Ich erinnere mich nicht einmal mehr an sie. Schwörst du mir das? Das schwöre ich dir. Ach, du fängst schon wieder an, mir auf die Nerven zu gehen. Mich wirst du notgedrungen lieben müssen. Du wirst nie von mir loskommen. Denn ich bin und bleibe deine Rippe. Das schwöre ich dir.